Neuer Subwoofer, neues Glück. Habe ich eh schon seit alt. Aber was ich krass finde, die Silberschwingspule hier. Oder versilbert. Werde ich dann mal schauen. Schön auf dem Kopf erstmal zeigen. Ja, klar. Also, eine Wattzahl steht leider nicht dran. Wird interessant sehen, wie viel das aushält. Aber jetzt mal von innen anschauen. Ja, na gut, das ist eine normale Kupferschwingspule. Schade. Ich wurde verarscht. Das ist keine Silberschwingspule. Eine ganz einfache Kupferschwingspule. Ja, massiv ist es ja. Aber was ich auch gut finde, hier innen drinne, dann halt Alu oder irgendein Metall. Und nicht nur so ein komisches Pappeteil hier oben drauf. Ist ja so ein bisschen stabiler noch. Sogar mit Luftlöchern sieht man auch nicht oft. Zumindest bei mir.